Moinsen Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2 mit der 35. Folge. Und ein Glück, Peach hat mir wieder einen Brief geschickt. Ich habe jetzt 9 Leben. Ich glaube, die kann ich auch gebrauchen für den nächsten Powerstern. Denn wie ihr wisst, vielleicht noch aus der letzten Folge, es geht nochmal zurück in die Bossparade. Ach, immer dieses dieser Weg hier, der geht mir gerade auf den Sack, aber ist halt so. Die intergalaktische Bossparade und ich habe das dumpfe Gefühl, es wird ein Risikokomet. Und das wäre halt echt krass. Ich hoffe nicht, dann kann ich einpacken. Schnelldurchlauf, Galaxien-Champion. Ah, ein roter Komet. Okay, damit kann ich leben. Ist zwar auch nicht einfacher unbedingt, aber... Ah, fuck, da ich über Zeitdruck, da macht man auch viele Fehler. Gut, habe ich wenigstens 3 bzw. 6 Leben, je nachdem, ob es da irgendwo einen Maxi-Pilz gibt. 3 würden mir eigentlich schon reichen, auch wenn ich gegen den Phantom... Okay, also gegen den Geisterkönig und gegen den Geisterboss. Ich glaube, Phantom hieß der. Wenn man den Namen nicht wirklich erfährt. 5 Minuten. Zunächst ist noch Uhren irgendwo. Also ich kann mich natürlich irren. Vielleicht wegen einem anderen Boss kämpfen. Gegen Dino Piranha Junior zum Beispiel. Dass es nach jedem Kampf noch eine Uhren gibt, aber... Ich bin gespannt. Sehen wir ja gleich. Wenn es einen Checkpoint gibt und da irgendwie nochmal die Hälfte der Zeit zurückkommt, ist eh egal. Fast. 5 Minuten für Fun. Oder ist da vielleicht ein Boss nicht dabei? Weil ich finde den Geisterboss in 5 Minuten mit drin. Den könnte man alleine schon 5 Minuten machen, ey. Aber der ist da unten. Oder sind es nur die 3? Der Otterkönig. Ist ja auch easy. Da nicht gegenhauen. Aber hier nimm das, mein Freund. Sternteile nehme ich mit. Bam. Bam. Ja, ich wollte der heute nochmal zu, alles klar, muss ich gerade sagen. Weil er schon wieder seine Arme gekreuzt hat. Diese fuck, Head Hot jetzt diese blauen, ne? So, geschafft. Noch keine Minute vergangen. Na gut, die bleibt auch stehen hier Zeit. Na gut, zum Glück. Sonst wäre es echt fies. Der Hammer, Quatsch, der Hammerbruder, soll ich schon, der Maulwurf ist auch hier. Ich komme hier auf Hammerbruder. Verdammt, der muss hier hochkommen. Ich muss immer dran denken, dass er eigentlich das Häschen hier wäre normalerweise. Aus dem ersten Teil. Der Sternhase, den er ja jagt. Da kommt er auch raus. Na, wo ist er da? Bleib stehen, Mann. So. Haben ich gesagt, bleib stehen und ich hau den schon. Weil ich treffe ihn schon. Hätte mir auch mal ein paar Sekündchen einfallen können. Komm her. So, komm raus. So, jetzt komm her, mein Freund. Jetzt bleib stehen. So. 1,5 Minuten ist vergangen. Aber jetzt gegen den Geisterkönig. Ja. Da muss es eigentlich schon sitzen fast. Was sieht so aus, als wäre er der letzte, weil jetzt danach noch Dino Piranha, also Feuer Dino Piranha. Wäre echt krass gewesen. Man hat ja schon Übung gegen die, wie man den ersten Teil gespielt hat, ne? Also, so wie ich. Also 3 Minuten 20 oder 17. Sind im Rahmen. Ist möglich. Ich behaupte. So, zack. Ein Treffer noch, glaube ich, dagegen. Also ich finde allgemein auch diesen roten Kometen ist er ja eigentlich nach dem ersten Teil alles auf Zeit deutlich angenehmer als ein Risikokometen. Zumindest gegen ihn jetzt hier. Auch wenn er hier der übelste Zeitfresser wird noch. So. Jetzt habe ich noch gut 2,5 Minuten, glaube ich, für den Rest. Komm schon, Mario, jetzt dürfen wir nicht verkacken. Wir müssen den kleinen Penner austricksen. 2 Minuten 40 sogar, guck mal.
Bam! So, das ist gut. Das war richtig gut, dass er seine Arme da hochgehoben hat. Das war schon mit das Beste, was das passieren konnte eben. Die brauche ich nicht mehr, die Sternteile, glaube ich. Aua, scheiße. Ja klar, komm. Ja, mach doch hier. Ja, fuck. Er macht keine Drehattacke, Mann. Und wieder wie beim Kampf, also beim normalen Stern. Wieder zwei Treffer hintereinander, weil er mich da platt drückt. Ja, aber wenn er jetzt immer seine Arme hochhebt, ist der richtig easy. Na komm, okay. 1 Minute 40 übrig. Aber nur weil er diesmal immer seine Arme hochgehoben hat. Achso, ist noch gar nicht Ende. Oh. Doch mit Feuerdino-Pyrrhon. Ich dachte, hier wäre Ende. Aber bestimmt, hier war das Leuchten nicht zu sehen. Ups, zu früh gefreut. Ja, das wird jetzt auch ein Spaß mit einem Kraftpunkt. Ich habe keinen Bock nochmal von vorne anzufangen. Erstmal Münzen sammeln. Wo ist hier eine Münze? Jetzt gibt es hier keine Münze oder was? Doch, da ist eine. Ja, hol sie raus da. Letztes Mal hab ich das auch schon hingekriegt. Komm, schaff mal nochmal. Bitte, bitte, dünn, dünn. Ah, muss näher unten bleiben. So, jetzt aber. Lass mal ein paar Blätter fallen von deinem Schädel. Du ekliges Mistvieh. Du brauchst auch gar nicht so zu schreien. Du bist auch nicht gefährlich dadurch. Oh. Der dreht sich erstmal. Kleine Sau. Ja, man kann einfach drauf haben, wenn es noch brennt. Was ist das für ein Scherz? Stehen, Mann. Okay, kann man doch nicht immer. Scheiße. Da ist das Vieh. Scheiße. Ja, Feuerball. Nein. Oh, verdammt, ey. Mistvieh, ey. Das wird alles von vorne, ey. Ach, shit. Mann, ey. Ich kann skippen alles. Ach, deshalb läuft die Zeit auch nicht weiter, unter anderem. Wenn man jetzt eh skippen kann. Ja, komm. Oh, das Vieh ist ja kein Problem. Kann man immer draufhauen direkt. Mein Gott, ey. Ich habe noch fast getroffen. Ich bin mal besser hier. Ich muss jetzt einmal gucken, ob unten Maxi-Pilz ist. Das ist echt einer. Ja, ein bisschen Zeit nehme ich mir da jetzt für. Der hätte mir gerade vielleicht einiges erspart. Ich bleib jetzt hier, weil hier weniger Hotheads sind. So, bam. Lass mich da hinten rüber, ja okay. Das war klar. Die Seite gewechselt. Auf geht's. General Maulwurf wieder. Runde 2. Okay, das kann ich nicht skippen, komischerweise. Alles klar. Das muss ich sehen. Komm. Auf den Bauch. Auf den dicken Bauch, den er hat. Da ist er, okay. Komm raus, Kollege. Den kann man ja auch schon triggern, dass er rauskommt. Ja, wirst du halt wieder sauer, ist mir auch egal. Wo ist er jetzt? Da. Komm raus. Bam. Ja, es war zu weit weg. Ja. Oh, doch nicht. Oh, noch im letzten Moment gekriegt, ey, geil. Habe ich gerade die Münzen gesammelt? Auf ganz safe. Ich habe doch volles Leben gehabt eben. Kann einfach hinspringen. Spare ich da auch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt, ja. Gerade hatte ich 3,5 Minuten. Ne?
Ach, verdammt, einmal wegen Flohen. Ah, egal. Der bringt leider nichts. So, nimm das, Kollege. Schnürschuh. So, Kollege. Wieder 2 Minuten 40, das ist gut. Quasi genauso so viel Zeit wie eben. Gut, jetzt macht er die Hand nicht hoch. Siehst du, seht ihr? Dann wird es schon wieder ein größeres Problem mit der Zeit. Ja, komm, jetzt hab ich. Ja, klar. Ich bin einen Boot gegen den anderen gehauen. Ist immer besser hier. Ich nehme den Rest hier weg, Kollege. Ich hab ein fettes Problem gerade. Oh, zack, einmal dagegen. Gerade war ich schon fertig mit dem zu der Zeit, ne? Ist doch kacke, Mann. Ah, man kann auch springen, okay. Den Geistern. Ich hoffe, ich den noch treffen, einmal noch, ne? Ach, ich glaube, diesmal wird es an der Zeit scheitern. Nein, wieder da. Alter, ich bin so dumm. Warum nehme ich hier nicht beide mit, Mann? Noch hinne hier. Bin geil. Ja, toll. Doch, da kommt der Geist sofort raus. Mann, ey, scheiße. Zu viel Zeit verplempert. Jetzt geht's ja aber echt im Schnelldurchlauf, Mann. Quasi eine halbe Minute für das Vieh, ey. Soll ich das denn schaffen? Ja, lauf ins Feuer rein, Mario. Danke. Komm her, Foxy. So, zweiter Treffer. Noch zwei, komm. Geht schon. So, zack, noch einer. Ah, fuck, da war's fast. Ja, ich muss dem Vieh entgegenlaufen. Scheiße. Nein, da war's doch. Ne, shit. Ah, verdammt, ey. Oh, war das knapp. Ja, Leute. Ihr wolltet mich verkacken sehen, jetzt habt ihr zwei richtig fette Fails gesehen. Immer schön am Ende. So spät wie es geht, ey. Ich bin gerade auch echt stinkig, komm. Komm her. Ich krieg den nächsten auch noch auf die Schnauze, du Vieh. Du willst gleich noch einstecken, du Drecksau. Drecksau. Mein Gott, ey. Komm her mit deinem Scheiß. Ja, komm, triss mich eh nicht. Bam. Oh, jetzt hol ich mir das Ding, weil der eh mal zweimal spuckt. Na? Ey, was ist denn jetzt? Oh, Batterien sind mir ja zum ersten Mal tatsächlich in dem Let's Play jetzt. Ja, Treffer. Hab mich schon gewundert, wann das mal soweit ist. 35. Folge. Ich hab die tatsächlich, könnt ihr mir glauben oder nicht, auch nicht einmal aufgeladen seitdem. Hab mich auch schon gefragt, wann es soweit ist. Oh. Kann die Melone oder die Nuss ja richtig aufhalten. Ist ja eine Nuss, ne? Ist eine Melone. Oh, 4 Minuten noch. Komm raus. Du kriegst doch auf die Fresse einfach.
scheiß Maulwurf. Da bist du. Raus. Speedrun-Techniken, sag ich euch hier auf einmal. Ich entwickle. Ich weiß nicht, ob die wirklich die richtigen Speedrun-Techniken sind, aber die fühlen sich irgendwie an wie welche. Komm her. Minuten 30. Okay. Problem ist, wenn jetzt die Fernbedienung ausgeht, dann habe ich richtig die Arschkarte gezogen. Ich hoffe, die hält noch ein bisschen. Komm her, du Scheißgeist. So, schieß neu, komm. Bester gegen ihn, 2 Minuten 43 noch. Trotz Maxi-Pilz. Aber maximal Kraft. Ich sag mal Maxi-Pilz ist mir jetzt egal. Maximale Kraft-Pilz, ihr wisst, was ich meine. So, Händchen hoch. Scheiße. Verdammt, beide Hände erwischt, ey. Jeweils einmal. Oh, okay, die Einhand ist weg. Aber nicht lange. Das ist nicht lange genug. Wenn jetzt wieder den Scheiß macht, das war so klar. Jetzt kommt die andere Hand gleich quasi schon wieder. Jetzt wird's gegen den auch noch so ein random Scheiß, ey. Boah, zwei Treffer sauber. Komm schon. Kannst auch gerne zuschlagen. Zack, so, komm, jetzt habe ich deutlich mehr Zeit als eben. Ist das nicht heißt, dass ich mir ewig Zeit lassen kann? Ach, ich habe jetzt echt ungefähr doppelt so viel Zeit. Kann ich das Vieh eigentlich auch anschießen, damit es stehen bleibt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Oh, scheiße, zu früh. Ja. Lauf direkt wieder rein, Mario, alles klar. So, bam! Zweite Treffer. Ach, das wird auch immer gewartet, dann, also gerade dann löschen die Flammen, ne? Wenn ich da mal drauf hau. Na, fuck, da jetzt wieder nicht. Mann, fast! Komm her. Ah, verdammt, schon wieder nicht. Kann ich auch immer verfehlen, ne? Ja, geht doch. Endlich. Gott. Ganze Folge für diesen Stern gebraucht, ey. Und das war noch nicht der Schlimmste. Oh Mann. Ich glaube, ich heule doch noch in diesem Let's Play. Ihr seht es dann zwar nicht, aber vielleicht hört ihr es. So, 119 Sterne. Zwei Münzen. Krass. So, das ist der letzte Schabernack-Komet fürs erste, muss ich dazu sagen. Wisst ihr was? Ich habe eine Befürchtung, was es ist. Ich werde wahrscheinlich eh verkacken. Aber wir gucken uns den jetzt zumindest einmal an. Wenn ich jetzt failen sollte sofort, dann höre ich auf. Ich versuch's jetzt einmal. Es wird ein Schattenkomet, sag ich euch. Der ist irgendwie prädestiniert dafür. Ich weiß es halt nicht mehr, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, es ist ein Schattenkomet. Beeil dich, Schattenschüttelpanik, ich sag's doch, ich könnte kotzen, ne? Es wird auch ätzend, richtig ätzend wird das jetzt. Ich meine, guck euch den Parcours an. Ich muss teilweise an Stellen warten, wo ich nicht weiterkomme.
Oder ist vielleicht doch so irgendwie gemacht, dass man da vielleicht doch durchjumpen kann, aber. Mal gucken. Kommen die hier schon, die Viecher? Hier natürlich noch nicht. Vielleicht kommen auch gar nicht so viele, vielleicht kommt auch nur einer. Dann wäre es noch erträglich. Ja, da kommt sofort Scheiße. Ja, guck mal, wie er da fast durch den Boden kommt und mich trifft. Oh, ja, schon verkackt. Oh, doch nicht. Gott, ey. Spinnen lasse ich jetzt in Ruhe. Ist da vielleicht die eine hier, weil die im Weg steht? Oh, okay, es gibt Checkpoints. Das ist gut. Aua. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, die Stacheln von unten, ey. Na gut, das ist ein Checkpoint, ne? Ich mach jetzt mal weiter. Ich versuch's jetzt noch einmal, wenn ich dann... Ich weiß, der eine Versuch ist eigentlich schon weg. Das passt auch richtig gut, ey. Aua. Lass mir jetzt auch egal. Ich muss jetzt nur hier wegkommen. Rechtzeitig. Noch ein Checkpoint. So, letzte Etappe. Schnauze, Misty. Oh. Jetzt wird's eng. Ist hier so lang. Ja, da geht der richtig gut auf hier. Oh, verdammt. Verdammt. Ach komm, die Folge wird ein bisschen länger, ist jetzt auch egal. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Ich müsste jetzt schon Game Over gehen, damit ich jetzt aufhöre. Oh, verdammt. Oh, wieder runtergefallen. Ups. Ich hab gehofft, ich könnte mich da irgendwie an der Wand nochmal mit dem Wandsprung retten, aber nee. Solange Mario da mit den Stacheln... Oh, vor allem sieht's aus, als würde er sich den Arsch verbrennen. Ich hab tatsächlich so mal machen hier. Aber hier geht's gut auf. Alter. Nein! Ich hatte es doch! Ich war oben. Ich war oben. Ach, ich verkacke hier gerade so ihr Derbe, ne? Kann nicht sein. Weil ich einfach so Schiss vor den Viechern hab, dass die mich da einholen. Ja, komm. Ich schüttel zu spät. Drei Leben noch. Vielleicht gibt's echt noch ein Game Over. Ja, komm. Wie die auch da einfach gegenfliegen. Wie ich bin. Okay, ich schaff's so. Ich muss ja echt nur warten da eigentlich an der Stelle. Das dürfte doch schon reichen, oder? Ja. So, ich bin oben. So, geschafft.
120 Sterne voll. Auch wenn ich jetzt ein bisschen überziehen musste hier. Also für mich überziehen, für euch, vielleicht ist das für euch die passende Länge. Aber da ich ja eigentlich 20 Minuten anpeile, ist es halt ein bisschen zu lang, aber gut. Jetzt haben wir noch einen neuen Gast. Schatten Mario oder was? Keine Ahnung wen. Gleich sie komplett. Aber jetzt erst in einer Sternhase. Ich glaube, der kann auch gar nicht, ne? Den gelben. Beim großen Sternschweif. Noch ein grüner Passagier? Das ist nur... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, es sind zwei grüne Luma, okay. Sieht fast so aus, als hätte er etwas auf dem Herzen, das er dir unbedingt sagen möchte. Ja, also wenn, falls ihr jetzt denkt, das Let's Play ist jetzt vorbei hier mit dem 120. Stern, nein, ist es nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Wo sind denn die doch da oben? Der linke war es jetzt, der neue dazu kam, ne? Auch wenn alle Powersterne geborgen sind, muss der Unhold erneut besiegt werden. Sonst werden wir die Raumphantome niemals zu Gesicht bekommen. Okay. Also nochmal gegen Bowser. Aber nicht mehr in dieser Folge, Leute. Das dauert dann doch zu lange. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Einschalten und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch nochmal dabei, wenn es dann nochmal leider gegen Bowser geht. Und dann geht die richtige Sternjagd erst noch richtig los. Aber die dürfte schneller gehen als die bisherigen Folgen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Let's Play nochmal doppelt so lang wird. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da und ein Abo, würde mich sehr darüber freuen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Basukasu. Tschüss mit Ö.